Die Archimede Autoprotect 39 habe ich euch in einem kompletten Review schon gezeigt, was ich euch hier verlinke. Die Archimede Outdoor 41 Antimagnetik habe ich mir gekauft. Warum ich mich so entschieden habe und wo die Unterschiede liegen, zeige ich euch in diesem Video. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich finde es unglaublich toll, dass du wieder reingeklickt hast, meine Videos guckst und wenn du mich unterstützen möchtest, lass gerne ein Abo da, dann kann ich in Zukunft auch andere interessante Uhren zeigen. Heute wird es kein vollständiger Review werden, sondern es ist sozusagen ein Update zu einem Film, den ich schon gemacht habe und euch hier oben verlinke. Die Archimede Outdoor Protect 39 habe ich euch schon im Detail gezeigt. Ich habe mir aber die 41mm Variante gekauft. Ich zeige euch heute die Unterschiede. Die Uhren sind sich zwar sehr, sehr ähnlich, aber es gibt auch im Detail Unterschiede, die sich nicht nur auf die reine Größe beziehen und das zeige ich euch. Ich habe mich für die 41mm Variante entschieden, weil ich denke, dass ich sie noch ganz gut tragen kann im Arm. Sie genauso hoch ist wie die 39mm Variante und ich es einfach sehr, sehr gerne mag, wenn eine Uhr mehr kann, als sie eigentlich muss. Und der Magnetfeldschutz ist so eine Sache. Das Gehäuse ist ebenfalls gehärtet. Insofern kann die Uhr so ziemlich alles, was auch die 39mm Variante kann. Sie ist einen Tick größer, ein kleines bisschen schwerer und zugleich vor magnetischen Einflüssen geschützt. Ich mag das sehr. Und jetzt zeige ich euch die Uhr im Detail. So, hier haben wir die Archimede Outdoor 41 Antimagnetik an meinem 17 cm Handgelenk. Aktuell montiert habe ich ein schwarzes Segeltuchband. Es müsste ein Hedley Roma sein. Ich finde die Integration der Anstöße in das Gehäuse wirklich toll gemacht. Und die Uhr trägt sich sehr, sehr angenehm. Sie hat Maße, die ich euch gleich im Vergleich zu der Outdoor Protect zeigen werde. Das ist nur mal, um einen Eindruck zu bekommen, wie die Uhr aussieht. Ich werde jetzt das Band auf ein Stahlband wechseln, damit ich einen unmittelbaren Vergleich zu der Outdoor 39 Protect machen kann. So, ihr seht hier beide Uhren im Vergleich. Die Uhren sind ähnlich geformt von der Seite, haben beide eine Höhe von 11,2 mm und einen massiven Gehäuseboden. Am Arm sehen beide Uhren entsprechend gut aus, auch wenn, wie man deutlich sehen kann, die 41mm Variante ein klein wenig größer ist als die 39mm Variante. Nichtsdestotrotz finde ich, macht sie an meinem Arm eine gute Figur. Die Archimede Outdoor 41 Antimagnetik hat einen Durchmesser von 41,3 mm von der 9 bis zur 3 einschließlich Krone sind es 45 mm und die Krone ist wunderschön in einen sehr runden und sehr weichen Kronenschutz eingebaut. Die Höhe beträgt bei beiden Uhren 11,2 mm und der Abstand Horn zu Horn beträgt 46,5 mm und bei der 39mm Variante sind es 43,5. Die Bandanschlussbreite beträgt bei beiden Uhren 20 mm und beide Uhren haben eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern. Hier könnt ihr schon den Unterschied erkennen, der ganz auffällig ist. Die 39mm Variante hat entweder einen weißen oder roten Sekundenzeiger. Bei der antimagnetischen Variante ist der Sekundenzeiger thermisch gebläut und nur die Spitze leuchtet.
Das Stahlband ist solide gemacht und qualitativ etwas besser als das der 39mm Variante, denn die Schließe ist gefräst und nicht gestanzt und der Faltmechanismus ist massiv. Der Boden ist auch etwas anders, wie ihr sehen könnt. Er ist hier sehr flach, wohingegen der Boden der 39mm Variante leicht gewölbt ist. Die Schließe ist ebenfalls anders. Sie ist zum einen anders gelabelt und sie hat auch einen anderen Schließmechanismus. Sie hat die doppelseitigen Drücker zum Öffnen und einen Sicherungsbügel. Für diese Schließe gibt es allerdings keine Tauchverlängerung, dafür sehr viele Löcher zur Feinverstellung. Ich finde diese Uhr insgesamt ein klein wenig dezenter als die 39mm Variante. Die Gehäusebearbeitung und der Schliff ist absolut vergleichbar und auf einem absolut ähnlichen Niveau. Ja, das war mein kurzes Update zu der Archimede Outdoor 41 Antimagnetik. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da oder ein Abo und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, euer Axel.